ja, vor 111 Jahren gegründete Ehrengarde von Heinz Schupp. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gehen noch mal ganz kurz rüber in die WDR-Arkaden. Da soll Richard Rogler sein. Richard Rogler als Wildschwein, das ist natürlich schön warm an den Ohren, ne? Ja, das muss sein. Also dem entspricht das so meinem Tierempfinden. Ich mag die Wildschweine und die Wildschweine mögen mich. Ja, wunderbar. Jetzt sind Sie vor 40 Jahren hier schon im Karneval gewesen. Können Sie sich noch an das Kostüm erinnern, was Sie damals als erstes getragen hatten? Als ich zum ersten Mal in Köln war, wusste ich gar nicht genau, was das ist. Da hatte ich überhaupt nichts an. Aber ich habe mich schon im zweiten Jahr gebessert. Und jetzt habe ich mich aber innerhalb von 40 Jahren zum Ehrenmitglied einer Gesellschaft hochgearbeitet. Jetzt bin ich in Köln geadelt. Hervorragend. Jetzt jemandem mal zu erklären, was Karneval ist, der das nicht kennt. Was würden Sie sagen? Das kann man schwer erklären. Mir geht es immer so, wenn ich zum Beispiel den Rosenmontagszug verpasse, das ist mir schon ein, zwei Mal passiert, dann bin ich das ganze Jahr über schlecht gelaunt, weil ich weiß, das Beste im Jahr habe ich schon verpasst. Also ein schlecht gelauntes Wildschwein wollen wir nicht haben. Richard Rogler, herzlichen Dank. Bitte. So, deshalb sind wir ganz schnell wieder im Zug, Vicky. Die Ehrengarde immer noch da. Ja, und zum Beginn des Jubiläumsjahres im September letzten Jahres sind sie nach New York gereist und haben bei der Stäubenparade auf der Fifth Avenue teilgenommen. Also eine Woche vorher vor der Anreise haben sie schon das ganze Gepäck hingeschickt. Man las also von 2,9 Tonnen Gepäck, die darüber gegangen sind. Da waren natürlich auch die Säbel drin, die durften sie ja im Handgepäck nicht mitnehmen. Ne? Das ist völlig klar, das wäre ja dem amerikanischen Zoll, da sind die ja ganz komisch drin. Also dumm abgekommen. Das Chor à la Suite, Vicky, das Chor à la Suite ist ja was ganz Feines. Das sind doch ganz besondere Jadisten, ne? Oder? Ja, das sind die, die dafür sorgen, dass gewisse Dinge in der Ehrengarde immer so laufen, wie sie laufen sollten. Da geht es also um die Bereitstellung von Geldern für ihre Heimstatt und so weiter und so fort. Also das sind diejenigen, die mit großzügigen Geld spenden, die Ehrengarde zu dem machen, was sie im Grunde genommen sind, genauso wie der Senat. Also auch irgendwie ein Rückgrat der Ehrengarde, den kann man sagen. Ja, unbedingt. Zwei gigantische Bälle richten sich seit Jahrzehnten mittlerweile aus. Einmal der Bützjeball und zum zweiten die Mummenschanz im Satori. Beide Bälle sind immer vorzeitig ausverkauft. Dort werden wirklich die Karten verteilt. Es ist ganz, ganz schwierig für diese Riesenveranstaltungen Karten zu kriegen. Ja, die Ehrengarde steht einmal natürlich dann auch für ein tolles Programm. Und dann auch für absolute Güte. Mummenschanz, viele kennen den Begriff aus der Vergangenheit noch. Sich vermummen und sich verschanzen. Das heißt, man verkleidet sich und versteckt sich hinter diesem Kostüm, um dann wirklich ganz entspannt und unerkannt Fastelovend Karneval feiern zu können. Ja, und auch die Ehrengarde, Bruno, hat einen geistlichen, aber nicht einfach eine Kaplan oder eine Pastor. Davon spricht ganz Köln. Liebe Vicky, wenn man Ehrengardist ist, hätte man keine einfache Feldhilie. Dann hätte man? Ja, man hat der Dompropst direkt. Ja, süch an. Der Norbert Feldhoff, wie sich das gehört. Ja, süch an. So jetzt einfach auch. Das ist schon eine feine Gesellschaft. Die Ehrengarde übrigens, das Begleitchor von Bauer und Jungfrau. Tja. Wunderbar eingefangen. Für die beginnen jetzt die 5 Stunden, die sie in ihrem ganzen Leben nicht vergessen werden. Bauer und Jungfrau des Jahres 2013. Der Dirk Königs, der Bauer, 44 Jahre alt, verheiratet,
und stolzer Vater von drei Bands. Und der entstammt, wie wir das eben schon gesagt haben, der KG Schnüsse trinkt. Vom Beruf ist er Personalchef eines privaten Fernsehsenders. Die ganze Familie ist karnevalsbegeistert und aktiv. Ja, die Jungfrau, der Axel. Weil Axel kann man schlecht zu einem Mädchen weiblichen Namen ummünzen. Deshalb ist es die Jungfrau Katharina, entsprechend der Gesellschaft Katrinchen. Ein früherer Fußballspieler, die Jungfrau. Dann Tänzer in verschiedenen Tanzgruppen, Trainer verschiedener Tanzgruppen. Ein richtig aktiver Karnevalist, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und er hätte auch früher, Bruno, bei der Kammerkätz im Kammersiener getanzt. Und noch hätte sie sogar trainiert. Wie ich gerade sagte, Niki, richtig. Ja. Und er arbeitet in einem Chemiekonzern hier in der Nähe von Köln. Ja, das soll es ja ein ganz großes geben. Da oben steht er drauf, der Präsident, der stolze Präsident, das kann er wirklich sein, der Ehrengarde der Stadt Köln, Frank Rehmagen. Da ist er groß im Bild. Er hat einen Abschied gehabt letzte Woche, Mittwoch, im großen Satori-Saal, wo alle auftretenden Künstler ihm zu Ehren irgendwie besonders gemacht haben. Es sind zum Teil auch Tränen geflossen. Ja, ja, man merkt ihm an, er greift sich ans Herz, symbolisch. Mit dabei der Oberbürgermeister Jürgen Rothers, der rechts neben ihm steht. Und er hat mal gesagt, er würde nie eine Uniform anziehen, wie er anfing in Köln. Aber wenn Sie einmal im Fastelovend tätig sind, wenn Sie einmal in Köln Oberbürgermeister werden, kommen Sie davon, lohnt es zwar, der für eine Spaßzeit. Also es lohnt sich schon, um Ehrengardist zu werden, Oberbürgermeister von Köln zu sein. Da kann man einfach so immerhin's mitfahren, das ist es doch. Die Fanfaren, die jetzt Bauer und Jungfrau ankündigen. Ja, und bei der Jungfrau, Bruno, muss man sagen, bis Anfang der Session hieß es, sie sucht noch eine Partnerin. Und aber das hat sich wohl ganz schnell innerhalb der Session erledigt. Ja, ich hatte ganz zu Anfang der Session ein großes Interview im Domforum in Köln und habe gefragt, wie sieht es dann aus? Waren die ersten 14 Tage erfolgreich? Ich hätte, frag nicht weiter nach, da tut sich was. Also da scheint es sich doch, hat er was angewendet, denke ich. Da denke ich mir, da ist was. Ja, aber Frau Hierot ist sie ja noch nicht. Nee, mehr. Aber vielleicht also, eine kleine. So schnell geht das ja nicht. Eine kleine Fisteronöl-Wete haben. Eine kleine Liebschaft vielleicht. Also, der Bauer hat mir erzählt, er hat 5 Kilo abgenommen durch die anstrengende Session. Die haben ja immerhin fast 400 Auftritte hinter sich. Und das zum Teil bis zu 18, das haben wir ja heute Mittag gehört, bis zu 18 Auftritte in der Session. So, hier müssen wir jetzt aufstehen, denn das sind uns zwei Fetze, die eine tolle Session hingelegt haben. Die Prinzenjade mit Larida.
Ja, die Prinzengarde Köln von 1906, traditionsgemäß das Begleitchor des Prinzenkarneval. Nicht nur das, sie stellen die gesamte Equipe und begleiten das Dreigestirn während der Session. Es sind also immer mindestens 15 Prinzengardisten dabei. Sie stellen natürlich den Prinzenführer und den Equipchef. Man darf vielleicht mal sagen, nicht nur Prinzengarde, auch Ehrengardisten sind natürlich für Bauer und Jungfrau dabei. Sie opfern ihren gesamten Urlaub, um mit dem Dreigestirn durch die Säle zu ziehen. Deshalb an dieser Stelle auch hier ein dickes, dickes Kompliment und ein Dankeschön im Namen aller Jecken. Denn das heißt schon jetzt, den Urlaub zu investieren, um im Dreigestirn durch Köln zu treten. Einen dürfen wir auch nicht vergessen. Der Präsident ist natürlich der Kurt Stumpf, den werden wir gleich noch sehen. Aber es gibt einen Präsidenten, langjährigen Präsidenten, der Hans Becker. Der wird am 15.02., also in 4 Tagen, 90 Jahre. Wir wünschen ihm toi 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 alles Liebe und Gute, denn er hätte es verdient. Der war auch uns Jungfrau im Jahre 1968. Viele werden sich vielleicht an ihn erinnern. Er war immer der Präsident mit dicker Zigarre und einem schönen Kelch mit Wein und prostete dann dem Publikum zu. Unvergessen. Der Beckersatz. Es ist erstaunlich. Die Prinzengarde hat alle Sitzungen, alle 8 Sitzungen, die sie gemacht hat, restlos ausverkauft. Ich habe ja ein paar gesehen, sogar eine Non-Stop-Sitzung, die also quasi von ohne Pause über 6 Stunden ging. Alles, ach, das ist ja wunderbar, alles ausverkauft. Und hier das Tanzpaar, die Tina Brahm und Alexander Ritter. Sie ist nicht einfach Tanzmarisch, nein, die heißt Regimentstochter. Vorher waren sie bei der Luftflotte. Ja, Sie merken, unser Wicke Kütjans in Hochform, hey. Er fühlt sich natürlich auch ein wenig erinnert an das Jahr 1993, als er selber als Prinz hier mitfahren durfte und das närrische Volk regierte für zumindest eine gewisse Zeit. Und dann ist natürlich klar, bei ihm jetzt, man muss ihn ein bisschen festhalten, sonst springen wir hier noch quer durch die Kabine. Bei ihm natürlich jetzt die Temperamente durch, die vielen, die er doch so hat. Ach, das ist hier. Finanziell geht der Prinzengarde auch nach Angabe vom Präsidenten wirklich sehr gut. Aber von dieser Situation profitieren noch andere. Es wurden im letzten Jahr allein 1,8 Tonnen Futtermittel gespendet für einen in finanzielle Bedrängnisse geraten Pferdeschutzhof in Köln. Wie man hört, wird der Reiterchor der Prinzengarde diese Tierschutzeinrichtung auch künftig weiterhin unterstützen. Ja, wir haben gerade einen kleinen Stau. Man muss sagen, Vicky, ansonsten ist der Zug ja recht zügig durchgegangen. Hier und da mal ein ganz kleiner Stau, den man kaum bemerkt hat. Aber im Moment steht der Zug. Früher war das üblich, dass wir ihn oft solche Standbilder anbieten mussten. Aber hier scheint das erste Mal zu sein, dass wir noch etwas länger stehen. Schlimmer, der Dr. Schreckenberger wird viel Arbeit haben. Dieser Stauforscher, dass das ab dem nächsten Jahr nicht passiert. Ja. Ah, Tätiger. Die Prinzengarde, die sich selbst auch aufgrund ihrer wunderbaren weißen oder Cremefarbe den Mehlsack nenne. Das ist nicht despektierlich. Nein, ich stehe dazu, ich stehe dazu. Sie bezeichnen sich selber auch als die Mehlsack von Köln. Also in diesem Jahr haben die Jungkarnevalisten der Prinzengarde 2 Bälle ins Leben gerufen. Einmal den Prinzenschwof, genannt Jeck ob Mehlsäck im Herzen von Köln. Wir wollen noch erzählen, Rheinland-Mädel von Willi Ostermann.
So, jetzt kommt man sich natürlich fragen, Bruno, wieso haben die so die spitze Höhe an und die anderen haben so wunderbare Mützen auf. Das sich am Rang abzeichnen. Ne? Ach so. Das sind einmal Offiziere, die mit der schönen Mütze, und das ist das Fußkorps. Ja, aber trotzdem, so eine ja, Helm gefällt mir aber besser. Ja, das ist Geschmackssache. Aber das Bestreben ist natürlich dann, so einen Federbusch tragen zu dürfen, dann ist man Offizierskorps. Die kriegen dann zwar keine Rente dafür, aber immerhin seine schöne Hose. Ja, das ist schon gut. Die Prinzenjade hat mittlerweile schon 11-mal in ihrer Geschichte den Prinzen Karneval gestellt. So viel wie kein anderer. 10-mal haben sie der Bauer und 10-mal schon die Jungfrau gestellt. Versteht ihr, Jungfrau? Versteht ihr? Ne, Bauer. Das ist auch. Da geht man wieder ins Glied zurück und ist wieder normaler Prinzenjadis, wie man hier sieht. Und ja, nicht so lange her, da stund er um Festwagen. Und jetzt könnte mich ja fragen, wie ist die Prinzengarde entstanden? Auch aufgrund einer Zellteilung. Hier waren nicht die roten Funken, wo sich ein paar von abgespaltet haben. Und haben dann die Prinzengarde gegründet. Ja, das ist ihr Festtag. Da hat der ein oder andere das ganze Jahr für gespart. Vielleicht auch der ein oder andere hätte ja noch eine Sülle. Aber so manch einer wird auch manchen Groschen zur Seite liegen, gelegt haben. Ja, da kannst du sicher sein. Und da gibt es einen Trick, das weiß ich. Also beim Reiterchor Jan von Beth ist das so und schon bei der Prinzengarde auch. Wenn da jemand gefragt wird, man wird dauernd gefragt, von Zuschauern. Hör uns, wo ist der Bitter? Ist der Bitter heute nicht dabei? So, bevor man da in die endlose Diskussionen reingeht, da sieht man einfach Küt hinge. Ja, sonst küt man da ja nicht mehr los. Ja, da willst du in der Lücke dann sagen, denn da küt dann immer, ja, Küt hinge. So, dann ist man denjenigen los, den kann dann Bigger trinken. Denn das ist ja auch so ein Trick der Zuschauer. Die rufen irgendeinen Vornamen und der ein oder andere fühlt sich dann einfach befleißigt, da möglichst viel hinzuwerfen. Obwohl kein Mensch kennt diesen Gardisten oder diesen Stadtsoldaten. Ja, das hat mir ein Karnevalist gesagt. Ich habe das Gefühl, ich habe der kölsche Schutzmann, der Jupp Mendt, der hat das schon gesagt. Ich habe das Gefühl, dass wir damals Klassen hatten mit 90 bis 120 Mitgliedern. So von der Lücke, die in all die Kante mit ihm in einer Klasse waren. Ja, Jupp. We'll be right back.
jämmerliche Fuscher sehen. Prinzenjade über Prinzenjade. Ich glaube, eine der größten Gesellschaften, Vicky. Kann er ziehen? Ja, dem ist so. Da gehen etwa 500 Leute mit. Und wo das Geld jetzt bleibt, was hier gesponsert wird, das sieht man also natürlich auch anhand der zahlreichen Musikkapellen. Die müssen hier eingekleidet werden. Die kriegen die dazwischen umsonst. Und so ein Uniform, die kosten 2.500 Euro. Aber ganz, ganz schnell. Und einer, der auch dafür natürlich zuständig ist, das ist das Chor La Suite mit ihrem sehr, sehr rührigen Chef, dem Dino Massi. Hier vorne steht er auf erhöhter Position. Da ist er wunderbar. Vielen Dank an die Kameraleute, die das so schön einfangen. Larida. Ja, hier der Vorstandswaren übrigens, meine Damen und Herren. Bernd Stelter ist in dieser Session aus eigener Motivation, und zwar zahlendes Mitglied der Prinzenjagd. Und da ist er drauf, oben rechts, der Kurt Stumpf, der stolze Präsident dieses stolzen Chors. Ja, ein Fulltime-Job, Präsident eines solchen Chors zu sein, immer mit einer... Er steht immer mit einem Bein im Beruf und mit dem anderen muss er doppelt so fest in der Gesellschaft stehen, denn die Prinzenjade, das ist schon ein richtig Unternehmen. Reiterchor der Prinzenjade. Auch hier wieder. Ein Jadis hinterm zweiten. Pet. Schon eine schmucke Truppe. Eine Veranstaltung der Prinzenjade haben wir noch nicht erwähnt. Das ist dieser berühmte Maskenball. Nicht berüchtigt, sondern berühmte traditionelle Maskenball im Jürznich am Karnevalssamstag mit mehreren tausend Besuchern. Ja, Lefjecke. Hier könnte sich für ihn sicherlich der Höhepunkt dieser Session an. Schauen Sie, wie dieser Mann gefeiert wird. Den Rüdiger Schlott neben Ihnen, Prinzenführer, den hatte man dankenswerterweise im Vorfeld schon im Interview. Prinz Ralf der Dritte, Ralf Görres, 39 Jahre alt, Vertriebsleiter einer Bank,
verheiratet mit einem Sohn, ein äußerst sportlicher Prinz. Der geht regelmäßig joggen und hat bereits 7-mal den Köln-Marathon absolviert. Meine Damen und Herren, 400 Auftritte hätte hinter sich. Und hoffe, wir werden ihn gleich sehen von Zuriss, damit sind sie quasi in jedem Saal aufgetreten. Das ist auch fast toll, oben im Blutsein, aber damit der Marie-Louise nicht gut hat, keine Konkurrenz mehr. Zu den Klängen vom Schmucken Prinz von Fritz Weber. Ja, Bruno, ich denke, wir dürfen uns auch an dieser Stelle mal bei ihm, beim Prinzkarneval des Jahres 2013, Ralf III., Ralf Görres, besonders bedanken für auch die Strapazen, die er auf sich genommen hat. Er ist ja nun nicht einer, der selbstständig ist, sondern er ist angestellt. Und er hat seinen Jahresurlaub dafür genommen. Natürlich ist er auch immer, wie bei den Gardisten, ohne gewisse Eitelkeit dabei. Aber das, was er gemacht hat, ist unglaublich dankenswert, denn so oft, dass wir 10, 12 verschiedene Prinzen haben zur Auswahl, jedes also nicht, das kann ich Ihnen verraten. Herzlichen Dank für eine herzliche Session. Die hat er ohne jeden Zweifel verbreitet. Er hat sich nicht verstellt, Prinz Ralf III., der Prinz Karneval des Jahres 2013. Er hat sich so gegeben, wie er ist. Und das machte ihn und macht ihn so sympathisch. Auf der Bühne, aber auch im privaten Gespräch. Einfach ein sehr sympathischer Prinz. Ne Prinz, wie sagen die Kölsche, ne Prinz einfach zum Jähnhand. Jetzt sind die letzten 8 Kilometer durch Köln. Morgen gibt es noch das Prinzenfrühstück dann im Jürzenich. Und dann ist es vorbei. Dann ist er ab übermorgen, wie alle anderen auch, Vergangenheit. Ja, dann lebt er nur noch von der Zeit als Prinz. Und wir hoffen, dass er dann wieder den Weg zurückfindet in den normalen Karneval. Denn Prinze aus der Vergangenheit haben wir genug in Köln. Wissen Sie, was wir Ihnen noch sagen wollen? Es war schön, dass Sie mit dabei waren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war lang. Es war auch spannend, mein lieber Herr Rhein. Wir haben also so viel in den letzten Stunden vom Kölsche Fastelovend zeigen können. Uns hättet jedenfalls unheimlich Spaß gemacht. Dem Petrus hätte Spaß gemacht. Es ist kein Flöckchen runtergekommen. Es ist keine Räne runtergekommen. Es wird zwar jetzt etwas dunkler, aber ich denke, meine Damen und Herren, wir konnten Ihnen einen äußerst musikalischen Zug präsentieren. Fastelovend im Blut, He und am Zuckerhut. Das war unser Motto und das ist wunderbar umgesetzt worden. Ja, und wir zwei kniepen alle denjenigen zu, den wir versprochen haben. Denn viele, wie gesagt, denken an uns, wann er auf der Übertragung sitzt. Wir kniepen jetzt. Viel Freude und tschüss. Tschüss zusammen.